Hallo und herzlich willkommen bei Gewinner TV. Mein Name ist Ruben Schäfer und hier geht es heute um das Thema Hypnose. Da können jetzt wahrscheinlich die allermeisten nicht besonders viel mit anfangen oder verstehen darunter, ja, so mit dem Pendel vom Gesicht so ein bisschen rumwedeln. Aber es ist tatsächlich viel, viel mehr, viel, viel tiefer und auch viel, viel fundierter. Und ich habe eine absolute Expertin in dem Bereich heute hier mit über 10 Jahren Erfahrung auf dem Gebiet. Und wir sprechen heute einfach mal darüber, was es da für Möglichkeiten gibt, was es da gibt. Und warum es auch vielleicht eine sinnvolle Idee sein könnte, sich auch in dem Bereich Hypnose selber als Coach selbstständig zu machen und damit ein Business zu starten. Und ich freue mich sehr, dass sie heute hier ist. Simone Kriebs, hi, grüß dich. Hi, danke für die Einladung. Vielleicht am Anfang erklär das mal so ein bisschen. Bei Hypnose, das hat ja immer so ein bisschen, ich habe es ja schon in der Einleitung gesagt, so ein bisschen so Kristallkugel-Lesen-artiges Image. Ich habe tatsächlich selber auch im Bekanntenkreis Fälle, wo ich weiß, dass das funktioniert, gerade wenn es so um Anti-Rauch-Thematik geht oder sowas. Da habe ich wirklich schon einiges gehört, hätte ich auch nicht geglaubt, aber es ist für mich Fakt mittlerweile, dass das anscheinend bei Leuten klappt. Wie siehst du das so? Mit welchen Vorurteilen wirst du da häufig konfrontiert oder sind die Leute da alle offen und wissen sofort, worum es geht? Also es gibt immer zwei Sachen. Die einen, die Skeptiker, die Angst haben, die sagen, ich verliere die Kontrolle, da wird irgendwas mit mir gemacht und ich kann mich darauf nicht einlassen, ich bin nicht hypnotisierbar. Das sind so die eine Fraktion. Die andere Fraktion ist, ich glaube daran. Und beides ist eigentlich Quatsch. Du musst nicht dran glauben und jeder ist hypnotisierbar. Mhm. Wenn du träumen kannst, wenn du frei denken kannst, wenn du dir Sachen vorstellen kannst, sei es, dann kannst du hypnotisiert werden. Ich glaube, was grundsätzlich ist, dass immer diese Vorstellung ist, da kommt jemand, der mit dir irgendetwas macht und du liegst da, redest nicht mehr und jemand redet die ganze Zeit auf dich ein. Und das ist für mich nicht Hypnose-Coaching, sondern wir reden ganz normal miteinander, so wie wir jetzt auch. Allerdings richten wir die Aufmerksamkeit nach innen, nämlich auf deine innere Wirklichkeit. Denn deine innere Wirklichkeit oder meine innere Wirklichkeit ist das, was uns durchs Leben lenkt. Und die meisten davon haben gar keine Ahnung, wie ist die kodiert. Und die Vorteile sind dann einfach... ja, das funktioniert nicht, das ist Humbug, das ist irgendwas, an das ich glauben muss und schon gar nicht kann man damit Geld verdienen. Ne? Da kommen wir gleich noch zu dem Thema Coaching auch in dem Bereich. Vielleicht vorab, damit man überhaupt mal jetzt auch, wenn jetzt jemand zuschaut und sagt, ich könnte mir das auch als Coach vorstellen, was sind denn eigentlich so Mehrwerte, die man mit Hypnose schaffen kann? Also mit was für Aufgabenstellungen kommen Kunden da auf einen zu und was kann man damit machen und was kann man vielleicht auch nicht machen, was irgendwie in Filmen angeblich funktioniert? Ja, also ich sag mal so, ich versetze jetzt keinen in Hypnose und gucke, ob der irgendein Verbrechen begangen hat oder sowas. Es geht um ganz alltägliche Themen, sei es im Beruf oder im privaten Leben. Überall da, wo Menschen merken, ich komme alleine nicht weiter. Ich drehe mich da im Kreis. Rational habe ich das alles verstanden. Ich habe Bücher dazu gelesen, ich habe Seminare besucht. Ich weiß das alles, aber ich kriege es nicht umgesetzt. Irgendwas blockiert mich da. Und da kommt meistens Hypnose ins Spiel. Und einsetzbar ist das in unterschiedlichsten Bereichen. Deswegen sind auch die Menschen, die von mir ausgebildet werden, extrem unterschiedlich. Also du kannst es zum Beispiel im Bereich Schmerztherapie einsetzen. Ja, also Schmerz zu reduzieren, Schmerz nicht mehr wahrzunehmen, chronischen Schmerz aufzulösen beispielsweise. Du kannst es im Bereich Ängste, also all diesen Bereich, ich habe Angst vor Gruppen zu reden, vor Menschen zu reden, ich habe Angst in eine Prüfung zu gehen, ich komme nicht weiter, weil ich mich da selber blockiere. Flugängste, Rauchen hast du schon angesprochen, Gewichtsreduktion. Es ist wahnsinnig umfangreich, aber auch der ganze Business-Bereich. Ja? Unternehmen ist ein Mindset. Also erfolgreich zu sein beruflich ist ein Mindset. Das hat nichts mit Glück zu tun oder mit mir ist da zufällig was passiert. Und dieses Mindset in uns ist etwas, was wir angelegt haben, als wir Kinder waren. Das ist irgendwie entstanden. Wir wissen gar nicht genau, wie. Und wenn wir Glück haben, macht es uns erfolgreich. Und wenn wir Pech haben, laufen wir immer wieder in die gleichen Schleifen und scheitern und kommen nicht an den Zielen an, wo wir eigentlich ankommen wollen. Ich sag mal so, wenn in deinem Navi nicht dein Ziel steht, sondern ich kann das nicht, ich krieg das nicht hin, ich bin das nicht wert, dann wirst du dir auch das halt immer beweisen und nicht, dass du es kannst. Ne? Ja. Wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Wenn ich sagen möchte, ich will selber als Hypnose-Coach tätig werden, ich will damit Geld verdienen, ich will Leuten damit helfen am Ende des Tages natürlich auch. Wie lernt man sowas? Also muss ich dann, gibt es da irgendwie Bücher für oder macht man das in gemeinsamen Übungen oder muss man irgendwo, keine Ahnung, auf irgendeinen hohen Berg steigen? Oder wie erleuchtet werden. Genau, irgendwie so die Fähigkeit, die Gabe.
es hat ja immer irgendwie so ein bisschen was für Außenstehende schwierig nachvollziehbares. Ja. Wie funktioniert es tatsächlich? Ich kann dir wirklich sagen, ich kenne auch diesen Prozess selber. Ich habe gelesen, man kann Hypnose lernen, war total überrascht und dachte, das kann man doch nicht lernen. Mhm. Das ist doch irgendeine Gabe oder sowas. Genauso wie du das auch sagst. Und es ist einfach etwas, was du lernen kannst und du lernst es übers Tun. Es ist wie beim Fahrradfahren. Du musst es tun. Deswegen ist meine Ausbildung auch so angelegt, dass du ganz früh in die Übung kommst, in die Praxis kommst und sehr früh auch schon anfängst, mit Kunden zu arbeiten in der Umsetzung, weil du merken musst, so funktioniert das Ganze. Jeder Mensch ist anders. Ich muss mich auf den Menschen einstellen. Und die Ausbildung ist bei mir online. Die geht über 9 Monate. Wir treffen uns 2-mal die Woche. Und es gibt nur so einen Basis-Call und einen Aufbau-Call. Und da wird dann halt auf individuelle Themen eingegangen. Du kannst deine Fragen stellen aus der Praxis, die du angewendet hast. Neue Themen werden vorgestellt. Du lernst, deine eigenen Themen aufzulösen. Die üben untereinander in der Gruppe. Ich hatte jetzt mit einer gesprochen, die hat in 2 Wochen jetzt 8-mal praktisch geübt. In welcher Ausbildung hast du das? Aber du wirst einfach nur gut, indem du dich auf Menschen einstellen kannst, indem du weißt, was sind so meine eigenen Themen, indem du selber Erfahrungen machst, dass es funktioniert. Weil ich weiß noch, als ich angefangen habe, Hypnose damals zu lernen, ich konnte die Erfolge gar nicht glauben. Mhm. Also ich habe das angewendet, habe das umgesetzt und dann war es so, dass er sagte zum Beispiel, ich bin jetzt rauchfrei nach 30 Jahren, das ist ja irre. Und ich habe gedacht, wieso ist der jetzt rauchfrei? Ich konnte das rational zwar verstehen, was ich gemacht habe, aber irgendwie war meine Weltanschauung noch nicht da, dass unser Gehirn so funktioniert. Und das kannst du dir vorstellen. Du lernst bei mir, wie dein Gehirn funktioniert, wie dein Gehirn die Wirklichkeit strukturiert und kodiert. Das kann man erkennen, das kann man anhand von Augenbewegungsmustern erkennen, von Mimikresonanz erkennen, anhand von wie geht die Atmung in dem Moment. Und dann lernst du, wie erzeugt derjenige sein Problem und wie kann ich die Person ganz gezielt unterstützen, ihr Problem auch wieder aufzulösen. Und das ist, das zeige ich in den Übungen, das ist messbar. Okay. Wenn jetzt Leute zu dir in die Ausbildung kommen und dann letzten Endes als Hypnose-Coach erfolgreich werden wollen, jetzt mal abgesehen vom Hypnotisieren an sich, was gehört denn da noch dazu, damit man damit auch am Ende des Tages wirtschaftlich erfolgreich ist? Was zeigst du da noch? Ja. Also das Hypnotisieren ist eigentlich auch nur, dass die Hirnwellen etwas in eine andere Frequenz gebracht werden. Dann geschieht eigentlich die Technik, das ist eigentlich die Veränderung. Eine Hypnose alleine bringt nicht eine Veränderung. Mhm. So, das muss man auch vielleicht auch mal ganz deutlich so sagen, sondern das, was du dann während der Hypnose, wie du den Klienten begleitest. Und dann ist es natürlich wichtig, wie positionierst du dich, wie strukturierst du dein Angebot, wie ist deine Außendarstellung und das alles findet in regelmäßigen Business Calls statt bei uns, wo sich die Community dann committet, wo die sagen, okay, bis dann und dann habe ich das und das fertiggestellt, ich gehe jetzt die und die Schritte, wo sie voneinander lernen. Und das ist eigentlich das Entscheidende. In den Ausbildungen, die ich früher hatte, ging es nie darum, wie setzt du das Ganze jetzt um? Es ging auch nie darum, wie entwickelst du wirklich deine Persönlichkeit? Du hast einfach nur eine Methode gelernt. Und das reicht hinten und vorne nicht, um erfolgreich damit zu sein. Du musst halt wirklich in deinem Mindset sehr gut dich weiterentwickeln. Und dann musst du wissen, welche Skills nutze ich jetzt, um sichtbar zu werden, um Kunden zu gewinnen, um richtige Feedbacks zu bekommen, erfolgreiche Feedbacks zu bekommen. Und mein Ansatz ist, das in der Gruppe halt mit anzubieten, weil die Leute von meiner Erfahrung lernen. Ich kann mein Know-how mit da reingeben und andersrum auch, dass sie sich gegenseitig halt pushen, zu sagen, ich habe jetzt das und das gemacht, das war mein nächster Schritt. Und der andere sagt, oh, da ziehe ich jetzt mit, das mache ich jetzt auch, ich setze das jetzt auch um. Und das motiviert unglaublich, man ist damit nicht alleine jetzt. Ne? Ja, ja. Du hast jetzt mittlerweile auch wahrscheinlich schon sehr, sehr, sehr viele Leute da begleitet in dem Bereich. Erzähl mal so ein bisschen vielleicht, wenn Leute dann in diese Ausbildung kommen, was ändert sich für die? Gibt es da irgendwie so, ich meine, klar, jeder Kunde ist irgendwie ein Liebling, aber vielleicht kannst du mal so ein bisschen erzählen, gab es da so ein paar Storys, die dich wirklich beeindruckt haben oder wirklich eine Geschichte, wo du auch gesagt hast, das war wirklich vielleicht auch für dich selber gar nicht zu erwarten, dass das so läuft? Erzähl mal ein bisschen. Also was mich persönlich emotional sehr beeindruckt, ist eine Frau, die in der Psychiatrie arbeitet und als Krankenschwester und die früher als Kundin zu mir kam ins Coaching wegen persönlichen Themen. Und sie ist da so dran geblieben, dass sie jetzt in die Hypnoseausbildung gegangen ist, mittlerweile damit arbeitet, das in ihren Alltag integriert. Und was mich am meisten bewegt hat, dass sie gesagt hat, ich liebe jetzt mein Leben. Also
Menschen dahin zu begleiten, sich ihr Leben so zurückzuholen und das Leben zu leben, was sie leben wollen. Morgens Lust zu haben, aufzustehen, das zu tun, was sie machen möchten, damit erfolgreich zu sein und auch ihren Lebensunterhalt damit zu verdienen. Dann habe ich zum Beispiel eine Kollegin ausgebildet, die bei Thyssen im Sozialbereich ist, die wendet Hypnose an, ohne dass einer mitkriegt, es ist Hypnose. Mhm. Weil ich Hypnose so nutze und so erkläre, dass man nicht sagt, so, jetzt legst du dich hin, jetzt ist alles ruhig und jetzt passiert irgendwas, sondern ganz oft nur sage ich, mach einfach mal die Augen zu und dann geht das schon los. Und die Leute gehen von alleine da mehr rein. Und die sagen dann, und das sagt sie mir halt auch, die stehen Schlange bei ihr, die ganzen Männer in diesem Männerberuf und wollen von ihr die Beratung haben und die Unterstützung haben, im Gegenzug beim Kollegen nicht so. Ne? Mhm. Und sie sagt, sie ist so mega erfolgreich damit, ohne dass jemand weiß, dass sie Hypnose macht, ja, im klassischen Sinne. Sie macht mentale Arbeit. Okay. Ja, und das ist es ja auch letztlich. Ja. Jetzt ist es ja bei dir so, du bist Heilpraktikerin, du bist, glaube ich, seit 20 Jahren in dem Bereich schon tätig, hast du mal erzählt. Im Seminar- und Referentenbereich, ja, genau. Und erzähl mal so ein bisschen, so was hast du noch so alles an auf der harten Seite mittlerweile? Du hast dich ja sehr, sehr tief damit beschäftigt. Welche Ausbildung ich noch gemacht habe oder was meinst du? Ne? Ja. Ja, ich habe ja 18 Jahre lang auch Schulen begleitet, also Lehrer gecoacht in ihrer eigenen Persönlichkeit, besser mit sich umgehen zu können, besser mit den Situationen umgehen zu können in Schule. Habe versucht oder bin dabei, ein anderes Mindset in Schule umzusetzen. Habe mittlerweile ein Referententeam, was ich ausbilde, was mittlerweile für mich in die Schulen geht, weil ich das zeitlich nicht mehr schaffe und einfach auch meinen Schwerpunkt auf die Hypnose setze. Und ich habe einfach angefangen, alles im Bereich mit Hypnose zu verflechten. Ne? Sei es Elternberatung, ich habe zwei Bücher geschrieben. Einmal das Buch Resilienz in der Schule, wie Kinder stark werden. Und einmal das Buch Die entspannte Familie, wie man aus einer Mücke keinen Elefanten macht. Mhm. Ich bin systemische Familientherapeutin, ich bin NLP-Practitioner. Ich habe also ganz, 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 ganz viel gemacht. Mhm. Habe aber letztlich so the best of, was sind denn die Skills, die mich wirklich erfolgreich gemacht haben, zusammengepackt in diese Ausbildung. Ja. Ja, was habe ich noch gemacht? Wahrscheinlich ganz viel. Ich bin Mutter von zwei Kindern. Ich finde, das ist mein größter Erfolg, der private, auch eine gute Beziehung zu denen zu haben. Ne? Ja, ja. Also wenn du jetzt ja auch schon so lange dabei bist und du hast viel gesehen, selber in der Branche, begleitend in dem Bereich, was würdest du sagen, woher kommt dieser Ruf, den das hat? War das schon immer so und wird es vielleicht jetzt sogar besser mit der Zeit oder hat die Branche sich den Ruf auch irgendwie erarbeitet? So, wie siehst du das so generell, diese Hypnosewelt? Es gibt ja auch einige Bekannte, die diesen Zauber immer noch aufrechterhalten und mit dem Zauber arbeiten. Es gibt ja auch Menschen, die möchten diesen Zauber der Hypnose verkauft bekommen. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Aber es ist nur ein Teil der Realität. Es gibt ja Showhypnosen, wo das halt auch so vermittelt wird. Auf einmal machst du etwas, wo du vorher nicht gedacht hast, dass du das tust. Die Menschen sehen aber nicht, dass gefiltert wird. Wer ist suggestibel? Wer hat Lust auf die Erfahrung? Wer möchte dieses Erlebnis haben? Und die werden nach vorne auf die Bühne geholt. Die werden einem bestimmten Stresslevel ausgesetzt. Das ist aufregend. Und in dem Moment, wenn es aufregend ist, sind wir suggestibel, also beeinflussbar besonders. Und dann ist es total leicht, dem Gehirn in einem gewissen Moment zu sagen, zum Beispiel Schlaf, dann sagt das Gehirn, oh, das kenne ich, das ist sicher, und fällt in so einen Modus, wo wir denken von außen, der schläft. Aber wenn du mit denen sprechen würdest hinterher, würde dir jeder sagen, ich bin hellwach gewesen, ich habe alles gehört, alles mitbekommen. Es war gar nicht so ein Zauberzustand, es war gar nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ich glaube, dass diese Show-Hypnosen und diese Vermarktung von Hypnose, guck mal, auf einmal ist der Himmel rosa oder du beißt eine Zitrone, es ist ein Pfirsich, was ja einfach nur zeigt, wozu unser Gehirn in der Lage ist, nämlich unser Gehirn erzeugt die Wirklichkeit. Aber das mal konstruktiv zu nutzen für die Veränderung nämlich und nicht ich beiße eine Zitrone, sondern zu sagen, ich kann der werden, wo ich nicht dachte, dass ich der bin, da setze ich halt an. Mir geht es nicht um die Zauberei. Wenn jetzt jemand hier zuschaut und sagt, ich hätte wirklich Lust darauf, ich finde das Thema spannend, ich will da gerne arbeiten und ich will mich gerne unterstützen lassen und das lernen. Wie siehst du diesen Markt, so diese Ausbildung zum Hypnose-Coach? Sind da alle Ausbildungen gut oder gibt es Sachen, wo du sagst, da muss man wirklich auf ein paar Dinge vielleicht auch besonders Wert legen und manche Sachen, wenn man die sieht, da sollte man vielleicht eher nicht zuschlagen und eher dann andere Ausbildungen nehmen? Ja, also
Ich glaube, es muss eine längerfristige Sache sein. Deswegen habe ich es auch über 9 Monate angelegt. Und mit der Intensivwoche auf Mallorca sind es auch 12 Monate sogar, weil es ein Prozess ist in der Entwicklung. Also alles, was so sehr kurz ist oder wo dir immer so scheibchenweise alles verkauft wird, glaube ich, ist nicht so erfolgreich. Entweder willst du es lernen und bist Feuer und Flamme und gehst da rein, dann wirst du auch gut. Oder du machst so, ach, ich mache mal ein Wochenende das und dann gucke ich nochmal. Und dann ist es so zerstückelt für dich. Du fängst nicht so richtig an. Ich glaube, alles, was so kurzfristige Sachen sind, du bist in einer Woche Hypnotiseur und Hypnose-Coach, ist für mich schwierig, weil die Erfahrung zeigt, dass du einfach noch ein bisschen mehr brauchst, um Menschen zu begleiten. Mhm. Worauf ich achten würde, ist, dass es nicht eine Suggestionshypnose rein ist, also dass du keine Texte vorliest. Ja? Ich meine, das kann jeder, da kann ich mir auch ein YouTube-Video angucken, sondern dass du lernst, den anderen zu verstehen, den anderen zu lesen und den anderen zu begleiten konkret. Jeder Mensch ist individuell und braucht auch in der Lösung seines Problems eine individuelle Begleitung. Mhm. Das wären 2 Sachen, auf die ich achten würde. Und das ist nicht zu schwer und theoretisch ist. Mhm. Also lernen soll was sein, was uns Spaß macht, was uns begeistert. Dann lernst du gut. Und wenn ich so mir manchmal auch so Schulkontexte angucke, es gibt ja bestimmte Schulen und Institute, die das ausbilden, das ist so sehr theoretisch und langweilig. Und da würde ich auch immer von abraten, weil du bist da eine gewisse Lebenszeit und du möchtest Menschen mitnehmen und begeistern in der Veränderung. Und wenn du es dann so langweilig und trocken lernst, würde ich auch immer von abraten. Ne? Also okay. Ja. Wie siehst du denn generell so die Zukunft in dem Bereich? Also ich habe das Gefühl, dass es immer mehr kommt, dass es immer mehr, auch immer offener angeboten wird. Das ist, früher war es so wirklich so eine magische Geschichte, die eher so hinter den Kulissen irgendwie abgelaufen ist. Und mittlerweile, es gibt YouTube-Content, es gibt natürlich Social Media, das das Ganze transparenter macht. Es gibt Anbieter wie dich, die dann auch sagen, hey, das kann man wirklich als echten Beruf machen. Mhm. Wie siehst du so die Zukunft in dem Bereich? Glaubst du, das Wachstum wird da in Zukunft weiter so fortgesetzt oder wird es noch stärker werden? Oder was glaubst du, wird sich denn in den nächsten Jahren tun? Und welche Rolle willst du auch auf diesem Markt dann spielen? Also es ist sehr, sehr stark im Kommen. Ich meine, in den letzten 1,5 Jahren hatten wir eine massive Krise, unternehmerisch, privat. Ne? Das Leben, was wir vor 2 Jahren hatten, gab es ja jetzt in den letzten 2 Jahren so nicht mehr oder kaum noch. Und da zeigt es sich ja, wer ist mit sich im Balance oder wer ist resilient, wer ist widerstandsfähig und wer nicht. Und ich habe mitbekommen, dass ganz, ganz viele Ängste im Moment hochploppen bei ganz vielen Menschen, dass sie nicht wissen, wie soll das so weitergehen, wie möchte ich mit den Situationen, die im Moment sind, umgehen. Und daher glaube ich, dass immer mehr Menschen so einen Zugang zu sich brauchen, eine Balance in sich zu finden und nicht im Außen. Also nicht eine äußere Struktur gibt mir Sicherheit, sondern ich in mir kann mir diese Sicherheit geben. Deswegen glaube ich, dass das sehr stark im Kommen ist und es ist auch nicht mehr so ein Tabuthema, sich unterstützen zu lassen. Das war, glaube ich, auch viele Jahre, dass man nicht darüber gesprochen hat. Dann ist man irgendwo hin, hat sich coachen lassen, aber es wurde nicht darüber gesprochen. Ja, und ich möchte eine der führenden Menschen sein, wo die Menschen hinkommen können und sagen können, ich werde jetzt Botschafterin für dieses Thema, werde vom Gehirnbesitzer zum Gehirnbenutzer. Ich liebe diesen Satz, das ist von Vera Birkenbiel. Aber sie trifft es so schön auf den Punkt, wir haben alle ein Gehirn, wir haben es alle dabei, aber keiner hat eine Gebrauchsanweisung bekommen. Und dann macht dieses Gehirn Sachen, die uns, ja, es ist nicht immer unser Freund in dem Moment. Und das kann man ändern, wenn man mehr über dich erfahren möchte. Du hast, glaube ich, einen Podcast. Hast du einen YouTube-Kanal? Genau. YouTube-Kanal, ein Podcast. Wir sind bei Instagram. Ja. Und natürlich eine Homepage. Genau. Also wir werden das alles hier unter dem Video verlinken. Da kann man sich das Ganze natürlich dann nochmal ein bisschen näher anschauen. Da gibt es mit Sicherheit auch eine Menge Content zu entdecken. Wenn also jemand Interesse hat, dann nichts wieder hin. Simone, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Danke für die Insights, für die Tipps. Und euch vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Und dann sehen wir uns in einer der nächsten Folgen wieder. Macht's gut und bis dahin. Tschüss.